Was passiert am Donnerstag, den 1. Februar bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten? Achtung! Es folgen Spoiler. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, GZSZ, Alicia und Lilly sind froh, dass Toni endlich einsieht, ihre Sucht nicht ohne Hilfe bewältigen zu können. Während sie an Tonis Seite sind, sorgt sich Erik aus der Ferne. Dass er sie bestärkt, macht Toni Mut für die Entgiftung. Jonas scheint auf einem guten Weg. Er macht Fortschritte in der Reha. Doch die Endgültigkeit seiner Situation wirft ihn immer wieder zurück in die Sehnsucht nach seinem alten Leben.